Welkom. Zo, we gaan verder. Ik ben nieuw wien, een nieuw wienlader, en niet oude wien en oude wienlader, maar een nieuw wien en oude wienlader. Dan een nieuw wien en nieuw wienlader. En wat je gerend al zegt, dat van wie aan Jezus zijn, wie aan Jezus ogen om, dan zijn we een nieuw geschep, dan zijn we een nieuw creatuur. Zo, dan meint dat zoveel, ik zie een nieuw mens geworden. Na nicht das Fleisch, da wollt wir rein, oder da nicht so ist, aber mein geistlicher Mensch ist nie geworden. Das wurde von Red von nie Wien Lara und nie Wien. Und weil von nie Wien reden, dann neben mein Wien, oder dann meinte Bibel, dass die Lia, was Jesus kam zu vollbringen, muss es sein, der kam in Hof dort gesagt, oder er fällt dort gesagt. Nimm das weich, oder in dir nicht mal hohen Brücken, und nicht ein von denen, nicht mal die Tieren gebaut. Dort wir an den neuen Bündchen leben. Und jetzt lebe ich ein von den Dingen, wo die wenigsten Christen verstehen. Oder wenigstens in sehr kleinen Port. Wir sind also schrecklich gesatzliche Sonnen, nicht bis zu Sonnen, dort wo dann tagtäglich gelehrt wird, dort du machst nach Täten, du machst nach Toten, du machst nach Jahren. Und es steht, einfach bloß mal uns vertrauen auf Jesus sagt und auf das, was er getan hat, und wir kicken auf Arm und auf sein vollbrachtes Werk umtritt. Und wir leben an dort, wir leben von dort, und wir leben bei dort. So dann probieren wir noch einmal alle Hunde bieten. Und unsere eine Frömmigkeit, unsere eine Selbstgerechtigkeit probieren wir einmal nicht zu starten. Und dann haben wir verdreht Evangelium. Und wo die Tore mal in Galaterbrief zu lesen. In Kapitel 1 von Vers 7 und wieder, wo Paulus da angeht mit den Galater. Und weißt du was? Der hat ein verdrehtes Evangelium gekriegt. Der hat Jesus Meier, das gesagt, die Beschneidung. Der hat Jesus Meier, dein Freund sein und dein Fan sein und alles schämt du mit. Ne? Und das, was wir von dir haben. Wir leben in einer Welt, in einem Christentum, wo wir Jesus haben und danach. Und weißt du was? Und das habe ich jetzt schon mal ab. Das unendlich reichlich sehr lang. Und dann darfst du Christen mit anmutig sein, dann darfst du Christen mit sein, wenn dort alles ist, was Christentum ist, dann weit nicht von dort weiten und ich will nicht die Kirchen, ich will nicht die Gemeinschaft fahren, eins wo. Und von so einem Christentum weit nicht weit. Und weißt du was, ich sehe auch einer von den Menschen, von so einem Christentum weit nicht weit. Wenn es was nicht, wenn es dort ein gemischtes Denk von Gnade und Gesatz. Weet je wat de Bibel dat noemt? In 1 Mose kapitel 11, daar vinden we zo'n fijne uitdruk voor dat, dat noemt men Babylon. Weet je wat dat woord meint? Verdreid en vermisch. Dat is wat Babylon meinde. So, dat is het Christentum, waar we van deel van leven. Dat is een verdreidet, vermischtet, tegenonder je Christentum. En wanneer we de Bibel lezen, en we kijken op God zijn woord, en we kijken mal op wat Jezus gedaan heeft, dann finden wir nichts so, was das tut. Weil Jesus ist Licht, heuer ist Freiheit, heuer ist Gott in Person, heuer ist einfach bloß mal Salz und Licht, und was immer wir uns denken können, dass wir mal auf einem checken und einfach bloß mal uns von einem lehren lassen und von einem umbauen geben lassen. Und er sagt, dass der Geist, was uns lehren, die wird uns alles sagen, was er geredet hat. Na, du denkst vielleicht, na, der Bibel ist der Apostel, was Jesus gehört hat und redet. Na, wenn du Gott sein Wort lesen, oder wenn wir das Feier-Evangelium lesen, dann hier wie dort, was Jesus der Apostel redet. Und wenn der Heilige Jesus uns dort nicht hier umbaut, dann lesen wir Wort, was einfach bloß zu unserem menschlichen Verstand geht. Und das ist nicht steilbar dort. Aber wenn wir dort ist, wenn der Herr Jesus uns dort schon umbauen hat, dann wird man einmal dort deupen, wo wir mehr von wollen und wo uns mehr verlangen dort. So, ich will uns einen Vers lesen von der, und das ist Philippa, Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2, meine ich. Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Na, ich würde dir diesen ganzen Kapitel lesen und durchgehen und durch arbeiten mal, aber das war wir noch mal ein Tag dann. So, und fast sagt er,
So was je den Herrn Christus Jesus angenommen haben, du nun lebst auch ein an. Na, nu hat je Frau für dich. Wo deutst du dort, bist du Jesus annimmst? Na, ich de dort, ich de dort, ich de ja. No, wo passiert dort? Na, erstens, ich glaube, unsere Abbreche, die wirkliche wahre Bekehrung ist, ich sei an, dort ich verloren sie. Ich sei an, der Herr Jesus umbaut mir dort, ich sehe am Weich nur halt. Ich sehe im Diebelschirm, ich brauche ein Radar. Und was kann ich dort tun? Einfach bloß mal mit deinem merken, um ihr Arm, wenn mein Stolz aufläuft, einfach bloß mal sagen, Jesus, danke schön, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Sünden betont hast, und dort, ich brauche dich. Und ich nehme die Kraft nun an, aus meinen persönlichen Haaren, meinen Radar und mein Leben. So, und was ist das? Einfach bloß die Not. Von Acht zu Acht, bloß die Not. Wie kommen bei dir, wie kommen die Hand? Und sei einfach bloß mal Jesus Dankeschön für das, was du deutst. Ich nehme das an und ich habe nichts an das gebracht. Ich habe nichts an gebracht, hey Jesus, ich habe noch was unterbeiden. Was wir unterbeiden haben, was wir unterbeiden haben, und uns menschlich, fleischlich, sündlich leben als Sinn, Hass, Bitterkeit und all das Teufelsleben, was immer einer sich denkt. Und dort, was wir am Tisch gebracht haben. Und heute nahm dort drauf, oder hat dort drauf genommen, er hat sie gebracht und hat uns sein gegeben, seine Gerechtigkeit, und seinen Frieden, seine Leben, seinen Geist, und seinen Gott gesund sein, und an Galater 5, die Geistesfrucht und so wieder. Dort hat er uns im Versatz, er hat uns Tisch gegeben. Wir brauchen das Beise mit. Da bin ich dort, was wir haben, wenn es von der Tür ist, aber ein Diebelschen. So, dort, was wir haben, dort, was wir nicht brauchen. So, dann waren sie mal alle verstanden, dass ans Tisch, da haben wir so menschlich non-gecheckt, dass wir haben nicht so viel zum Geben. Bitte, ich sage nichts. Und da, was wir zum Geben haben, wie ekeliert, schwindet, beißet, verflüchtet von einfach bloß mal ganz jeden Gott. So, Trainer versaß. Kolosser 2 saß. Warte nochmal lesen. So, aus ihr den Herrn Christus Jesus angenommen haben, du nun lebst auch ein an. So, wir haben ihn angenommen, willst du kommen, glauben du an? Ich nehme das an, was er getan hat. Und ich sage, und er offenbart mir dort, und er gibt mir jässliche Ehe, dort ich sein kann, ich sie verloren. Ich brauche ein Radar, und ich habe bloß einfach bloß ein Dankeschön sein für das, was du getan hast. Und ich habe zum Geben heilig. Und einfach bloß mal Dankeschön sein. Und so lebe nun auch ein Arm. So was ich annehme, so soll ich auch wieder ein Arm leben. Und dort meint einfach bloß mal, euer Arm, euer Jesus. Und einfach jeder Tag, von Tag an, Tag ut, nach danach, einfach bloß mal euer Genot leben. Und jetzt ein Timer, wo wir als Christen eigentlich nicht mal über reden wollen. Oder nicht mal über reden, dann, wenn ich schon genau kämpfe und wir reden über genau, dann ja, Ober. Dann kämpft er immer so ein Ober noch schön herum, je hübs. Und weißt du was? Ich habe für mein Leben klar, ich habe mich Christus ungedacht, ich lebe in genau, und ich lebe durch genau, und was immer Jesus für mich hat, ungedacht lebe ich, und was immer das Ober in mein Leben nach irgendwo so abdeckt, an meinen Gedanken oder an meinen Handlungen und so weiter, wo ich dort einfach dort war, dann war ich so in seinen Ober abdecken und hey, du machst noch, dort merke ich dort. Weil dort bringt nichts. Was dort bringt, ist ein Pharisäertum. Ein christliches Leben, ein frommes Christenleben, was Pharisäertum heißt. Und dort stinkt und dort ist eklig und dort ist ein wahrer Spruch. Zu dort, wo Jesus uns geliebt hat. Und ein wahrer Spruch, zu dort, wo Paulus predigt hat. Wenn Paulus ging immer, wo immer der Hand kam, der predigt Gnod zu den Menschen und der lehrt in Gnod. Und dann hier sagt er, so was ich Jesus annehme, so lebe ich ein Arm, so einfach bloß mal du neuer kommen und ja, da, was Jesus getan hat, und du und ja, an dort leben. Und gleich du warst Proben, ich mag noch dort tun, ich mag mein Tienel tun, ich mag
Und ich habe gesagt, und ich habe gesagt, no, einfach bloß mal, wir arm sind und in Gemeinschaft mit Arm sein. In Gemeinschaft mit Jesus sein. Ich habe 10 Minuten Gebet zu machen, so eine Gemeinschaft gehabt. No, das geht einfach bloß dahin auch. Wir reisen oder tüßen oder wo immer wir sind, wir können mit Jesus vertrauen, vielleicht du und vielleicht so, was wir sind. So, wenn wir das anfangen lernen zu verstehen, dass ich will einfach bloß so unter Jesus leben und in Jesus leben, so was ich angenommen habe, dass ich mir einmal so frei und so eine Gelogenheit und weißt du was, hier kann ich bloß einfach mal sein. Ich bin nicht da, bloß sein. Einfach bloß mal. Und ich sehe geläuft und ich sehe angenommen und gewollt und vergeben und Frieden merken. Einfach bloß mal, wenn es was, wenn es Jesus, nicht wenn es mich. Wenn es was, wenn es Jesus bleibt, nicht wenn es ich. Irgends was getan hat. Aha, ich habe lange genug gebeten, nun habe ich dich gekriegt. No, nicht so was. Das Pharisäertum und das bringt nichts. So einfach bloß mal dort annehmen und einfach bloß mal Jesus mal Dankeschön sein, dass ich so sein kann, was du für mich hast. Und ich kann hier bloß sein, ich brauche nichts tun. Ich hab nichts auf dem Tisch gebracht und ich habe nichts, was ich nur noch tun mag, mir irgends was zu verdienen. Ich war eine neue Kreatur dann, wenn sich Jesus annimmt in mein Leben. Und diese neue Kreatur, der hat sich gewählt, um ja das Leben, was Jesus getan hat. Und einfach bloß mal du sein und du bleiben. Wenn es mir voll sagt, ab hier in Kolosser Kapitel 2, und du ja Paulus, weil ich habe sie Feiermonde Warning an den Menschen. Pass ab, seid ihr immer wahr. Und das meint so viel, hey, falls auch sagt, dann seid du nur, dass die nicht verleiden lassen, da ich hier reden so ein Wunderspur hängen ist, der bloß von Menschen stammen oder von der ersten Welt, der aber nicht von Christus kommt. Du hast ein Diebel, der Prof Emma, mir und die aus Gott seine Kinder nach Waren und in die Satz noch nicht gekriegt. Und wenn er uns du neu kriegt, dann drängt uns hier fest, dass wir sind nicht in Mutter Christ, wir sind nicht in Christ, wo du frei hast, wo du vom Heiligen Geist geleitet hast. Und wenn der Geist dir sagt, hey, von der wo du mal da und dein Lied besiegen oder du mal dort oder dort. No, wir kennen euch, wenn wir haben den Gesatz über uns und das Gesatz sagt, wo du zu tun hast und wo du nicht zu tun hast. Und so oben ist es 3, dann hast du nicht 100% komplett, dann fällst du dir schuldig. Und das ist ein von den Dingen, was wir uns Christentum haben, von der die meisten Menschen, die wollen jeder Tag so oben, auf die Knie legen und Gott sprachen und beten, wusste mir nachher die Sünden vergeben, was ich von der getan habe und so wieder. Und hey, weißt du was, das ist auch reich. Reing uns auch reich. Wenn es so, was du Christus angenommen hast, so lebe auch ein an. So die Bibel redet von Sünden bekannt, die Bibel redet von Jesus, was Herrn bekannt. Römer Kapitel 10. So, wenn ich du mit uns Müll Jesus, was unseren Herrn bekannt, in einem Hort leben, dann sind wir ein Kind Gottes. Sag ich Römer 10. Das sagst du nicht, wenn wir unsere Sünden bekamen und dann wollen wir ein Kind Gottes. No. Römer 10 sagt, wenn ein Du Jesus aus Herrn bekamen, in einem Hort leben, dann sind wir ein Kind Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das leben, dass ich gut bin, dort, was Jesus getan hat. Und ich lebe an dem, was Jesus für mich getan hat. Und ich lebe von dort. Wenn es zu jedem Heim ist, so ich lebe 100% von dort, was der mir gegeben hat. Zum Beispiel, wenn ein paar Leute, wenn die ein kleines Baby haben, dort Baby haben 100% nichts getan, um auf diese Welt zu kommen. Gott hat erschaffen, dass durch die Eltern, dass sie zu dieser Welt gekommen und dort die ersten Jahre nichts, um sich irgendwas zu verdienen, Tim. Nochmal, hey, ich war nochmal zu den Eltern und die hier. No, und so hast du ein ganz jährliches Leben. Oder so hast du ein ganz Leben. Ich habe nichts getan, um auf diese Welt zu kommen. Ich habe nichts getan, um ein Kind Gottes zu werden. Einfach bloß mal bereuen. Yes, danke schön, Jesus, dass du mir vergeben hast. Du hast mich angenommen, du hast mich frei gemerkt, erkleidet und fertig. So, und so einfach hast du. Und wenn wir von dem Christentum leben, reden, was einfach ist, damit wir das lernen zu verstehen, dass wir leben in Not, wir leben in Freiheit,
Wir leben, wir sehen, wir leben, wir dort, was Jesus getan hat, welche Worte, und dann wird das christliche Leben mal einmal was schon geht. Wo nicht unbedingt, wo ab dieser Welt alles schon geht, aber was ich meine ist, zwischen uns und Gott, und du weißt, was wird, du bist nicht gegen mich, und du bist keiner gegen mich, Gott ist für mich, und wer kommt mir durch und hinter. So, danke schön für die Zeit.